Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, schön, 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 schön. Dann können wir das tatsächlich jetzt hier mal zubauen. Alles auf 6 hier, damit ein bisschen was wenigstens fertig wird. Ich meine, es ist hier eine blöde Aktion, was ich hier machen muss und dauert hier ewig. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es jetzt, ich muss es tun. Ich muss es einfach weiterbauen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Bam. Wie sieht's aus? Und was kommt als nächstes für ein Song? Na? Okami. Ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Ja, auch das gibt es, Cat. Auch das gibt es. Flüssigkeitspumpe. Nein, nicht Flüssigkeit. Ich brauche eine Luftpumpe. Eine Gaspumpe. Dies muss ich aber jetzt diesmal nicht isolieren. Mit einem Gasabzug. Und noch einem Strom. Einem Strom. Einem großen Strom. Haben wir denn noch. Das ist eigentlich ist das hier. Der denn irgendwo angeschlossen ist, richtig? Richtig. Kann ich denn hier noch irgendein. In dem aus. Was ist hier alles dran? 120, 240. Das sind 360. 370, 380. 500, 620, 960. Ganz knapp, ganz, ganz knapp ein potenzieller Lieferer bei 1,1 Kilowatt. Ich kann es auch hier nachschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wusste ich nicht. Okay. Ja, dann machen wir eigentlich das, was naheliegend ist. Ich nehme es jetzt von hier. Komm, scheiß doch auf. Nicht gespielt, aber schon gekauft. Nein, nein, auch nicht. Aber. Ich hätte es auf der PS3, wenn ich noch eine PS3 hätte. Weil es ich in PlayStation Gold Mitgliedschaft habe und das irgendwann mal drin war. Als Umsonstspielchen. Und deswegen habe ich das. Ich glaube, ich habe sogar mal. Nee, ich glaube, ich habe es nicht mal angespielt. Ich glaube, ich habe es nicht mal angespielt. Nicht mal das. So, dann können wir aber das auch gleich absetzen. Komm, wir bauen jetzt erst unsere Energieversorgung fertig. Wir bauen jetzt erst die Energieversorgung fertig. Als nächstes bauen wir hier drüben. Komm, wir müssen ja auch nicht den verschmutzten Sauerstoff hinwegkriegen. Lufterfrischer! Zack! Zack! Den verschmutzten Sauerstoff, wir den weg haben. Weg, 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 weg. Und hier ist auch so viel Sauerstoff. Hier habe ich das ganze Chlor contained. Das ist so cool. Was ist da denn? Wo kommt der denn her? Oder besser gesagt, wie kommt der da rein? Gesundheit 5 hat er nur noch. Fliegt er auf die Mütze? Was ist mit dem los? Oh, armes Tierchen. Gewissermaßen ja. Gewissermaßen ist der Ausdruck korrekt. Weißt du, was das Schöne ist? Ich kann das dann alles aufräumen. Und die packen es gleich hier rein, weil das Lager gleich hier steht. Schön, 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 schön. Ja, ich muss sagen, es ist jetzt tatsächlich das Late Game. Man hat große Projekte, man muss tatsächlich schauen, dass man irgendwas fertig kriegt. Man versucht da auch einen größeren Maßstab zu bauen. Ich muss zum Beispiel demnächst im Kino, denn ich muss demnächst wirklich überlegen. Energie minus 1,2 Watt, willst du mich verarschen, dass das 1,2 Watt braucht? Diese blöde Kiste. Raffinerie. Was erzeugt das außerdem? Erzeugt außerdem stark erhitzte Flüssigkeiten. Oh fuck. Oh fuck. Das heißt, ich müsste die Metallraffinerie irgendwo hier bauen. Oh, hier vielleicht. Aber wie soll ich denn da 1200 Watt? Doch, da kriege ich 1200 Watt hin. Erdgas? Bam. Das müsste funktionieren. Ich kann keine neuen Klone holen, sonst fliegt mir das Ganze um die Ohren. Guck mal an, ich hab jetzt schon nur noch 5,5 Tonnen Kohle. Und nur noch 58 Tonnen Erz. Also es macht tatsächlich einfach keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Ich würde gerne, aber es macht keinen Sinn. Wirklich nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Ich kann das hier noch auf 6 packen. Und das hier nochmal abbauen, beziehungsweise aufbauen. Damit wir da noch ein bisschen Algen kommen. Algen. Aber weißt du was? Weißt du was? Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ich beuge mich. Ich beuge mich.
der Weisheit des Sir Elleron. Weil ins öde wird. Muss ja mal ein bisschen was um die Ohren fliegen. So, wen haben wir denn hier? Wir haben ja Miep! Miep! Wir haben Miep, Marie und Ellie. Ellie ist zerstörerisch nachgraben. Komm, Ellie sieht doch gut aus. Ellie sieht gut aus. Hallo Ellie. Sag hallo Ellie. Hallo Ellie. Verschafft sich Ausdruck. Was? Was? Ja, das nächste Problem ist natürlich jetzt, ich habe keine Sauerstoffproduktion mehr, keine ausreichende. Also wir bauen trotzdem erst das fertig. Energie rüber. Das fertig bauen. Großes Sif-Becken. So. Guck mal an, ey, was mit dem Schiff funktioniert. Was mit dem Schiff funktioniert, das funktioniert. Das funktioniert. Ich finde es so geil, dass ich finde es so geil. Das funktioniert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier los? Was sieht denn so komisch aus? Ich bin nicht atembar. Das will ich mal nicht so haben. Rohr blockiert. Ja, 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 ich weiß ja. Aber die sind schon gut dabei. Gleich ist es leer. Dann muss ich hier Sauerstoff reinjagen. Und dann ist es nicht mehr weit. Dann ist es nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich muss es laufen lassen. Sorry, Leute, dass es hier ein bisschen Wartezeit mitbringen heißt. So heißt es übrigens immer. So hieß es beim ehemaligen Arzt, ja? Ja, wenn sie vorbeikommen, bitte etwas Wartezeit mitbringen. What? Du machst einen Termin aus, hast einen festen Termin, dann rufst du vorher nochmal an, um sie zu bestätigen zu lassen, ob du da hin kannst. Und dann heißt, ja, wir haben jetzt keinen Platz. What the fuck? So, also, das pumpt jetzt einfach mal Vollgas raus. Das soll aber eigentlich nicht Vollgas rauspumpen. Ich hab's schon wieder versemmelt, einen Gasfilter zu bauen. Warum? Guck mal, da geht doch jetzt was voran. Da geht doch jetzt was voran. Was mit Essen? Essen habe ich genug. Sehr gut. 31 Mehlläuse. Was? Und auf einmal sind es nur noch 26? Ich meine, wenn ich noch mehr Klone habe, dann brauche ich halt einfach noch einen zweiten Mikrobenmatscher. Ich meine, die einzige sinnvolle Lösung wäre tatsächlich, hier rüber zu graben. Weil hier ist es temperaturmäßig echt noch angenehm. Also mal abgesehen von hier. Aber hier wäre es echt noch angenehm. Außerdem ist hier ein Tisch, der mich eigentlich nicht interessiert. Aber hier müsste ich eigentlich ausgraben, müsste drüber gehen. Könnte hier tatsächlich nochmal einen Mikrobenmatscher machen. Könnte hier nochmal eine Toilette auf der Seite machen. Das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen. Ich habe zwar keinen Zugangsraum, doch hier. Ach, das sollte meine Schleuse werden. Ah, das sollte meine Schleuse werden. Ich erinnere mich. Okay, das ist der Durchgangsraum hier rüber. Ein bisschen öde, brauche ich unten auch nochmal einen. Hier. Vielleicht oben und unten. Oh, das macht Sinn. diese Ideen. Ihr filtert aus. Ihr filtert aus, bitte. Gasleitung. Also, wir müssen erstmal nochmal die Gasleitung hier abreißen. Meine Lieblingsband. Boah, das ist eine schwere Frage. Ich hab tatsächlich keine Lieblingsband. Ich habe tatsächlich keine Lieblingsband. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich permanent meinen Musikgeschmack wechsle. Ja, ich wechsle wirklich permanent, ja. Ich höre an dem einen Tag Goa, am nächsten Tag höre ich Dubstep, am nächsten Tag höre ich Trance, in letzter Zeit höre ich extrem viel Metal. Dann höre ich mir mal deutschen Hip-Hop an. Nur amerikanischen Hip-Hop mag ich nicht, ja. Das ist mir zu viel Nicker-Gelaber, da habe ich echt keinen Bock drauf. Das ist mir echt zu doof, ohne Scheiß. Zu vorpubertär, das Ganze. Aber es gibt so eigentlich nicht wirklich was. Was ich momentan ziemlich gern mag, ist Amaranth heißen die. Ist auch so eine Metal-Band. Amaranth. Finde ich momentan ziemlich cool. Die höre ich mir ziemlich gerne. Ist so eine weibliche Frontsängerin, die, finde ich, eine extrem einprägsame Stimme hat. Und das höre ich mir momentan an. Das macht momentan schon Spaß anzuhören. Muss da vielleicht noch eins runtergehen? Scheiß drauf. Wie groß sind die Erdgasgeneratoren? Oh fuck, ich... Nee, es geht. Es geht. Okay, das heißt, wir bauen hier rüber. Mit Sandstein. Nee, mit Granit. Wir bauen mit Granit. Granit. Wir bauen mit Granit. Und wir bauen hier auch mit Granit. Und wir machen das noch weg. Weihnachtslieder. Nur an Weihnachten. Wobei, es ist schon echt verrückt, ja. Es gibt Situationen und Tage in meinem Leben, ja. Mitten im Sommer, wo ich Weihnachtslieder singe.
Imagine Dragons. Ich glaube, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Kann das sein? Ja, ich kann mich erinnern. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich kann mich ganz dunkel erinnern. Ganz dunkel. Aber wie gesagt, ich hab tatsächlich, ist bei mir echt verdammt schwierig, da irgendwie eine vernünftige Band rauszufinden, weil ich tatsächlich eher so viel durcheinander höre und so viel gemischt höre, dass es einfach keinen Sinn macht, das so spezial zu sagen, ja, das ist meine Lieblingsband. Das ist einfach. So habe ich hier eigentlich eine Luftschleuse gebaut. Eigentlich wollte ich hier eine Luftschleuse bauen, der Wärme wegen. Der Wärme wegen. Wenn es nämlich hier unten heiß wird. Okay. Also wir versuchen, dass wir das hier noch fertig kriegen. Als nächstes würde ich... Oh, schau her. Das Sekretär. Da, schau her. Ja, jetzt habe ich eine Gaspumpe eigentlich hingebaut. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, das macht schon Sinn. Fuck. Macht definitiv Sinn. Definitiv macht das Sinn. ich brauche eine Gaspumpe. Pumpe. Habe ich hier irgendwo Keime? Nö. Sehr gut. Ich kann den ganzen Schleim noch abbauen. Kann ich denn so einen Algenkonverter bauen? Shit, kann ich so einen Algenkonverter bauen? Nein. Weil... Wo ist er? Moment, das ist Veredelung. Weil... Eigenstille, doch, geht. Kann ich bauen. Minus 600 Schleim. Oh, das ist super. Super, packe ich hier hin. Ja, das ist doch geil. Hier die Eigenstille, daneben die Metallraffinerie. Oh, das ist die Idee. Und daneben drei Stromquellen, drei Erdgasgeneratoren. Die wiederum das Wasser nach unten sitzen. Nein, es geht nicht. Oh, shit. Okay, Moment, wir müssen das anders bauen. Und zwar, ich brauche hier Leitern. Und wenn ich dann hier eine Leiter bauen muss, ist mir jetzt egal. Mit Bio 6. Ja, ich habe schon wieder nicht auf Volllaufen. Ich weiß. So, 6. Tschakka. Dann müsste es aber klappen mit dem Nachbarn. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Dann hau nicht deine Eltern. What the fuck? Sollen wir ein bisschen entspannter sein? Weihnachten ist super. Wir können das ganze Jahr Weihnachten feiern. Aber auch nur, weil die Leute dann besser gelaunt sind. Ja. Ich meine, die Menschen. Soll ich da reingraben? Ich meine, eigentlich schaden mir die Keime gar nicht, oder? Wenn die Keime, gehen die hier über? Nö. Das isolierte Ziegel, da geht überhaupt nichts über. Bam, bam, ba. Sehr schön. Das heißt, wir bauen hier noch eine letzte Leiter hin. Eine letzte Leiter. Und die Pumpe läuft. Die Gaspumpe läuft. Das Rohr blockiert. Ein Filter ausgewählt. Ich möchte gerne filtern. Chlor. So, und nu? Schauen wir uns das mal an. So, Chlor. Schmutzer Sauerstoff. Ich will halt nicht, dass mein normaler Sauerstoff hier rumgurkt. Naja. Ja, ich weiß schon, wie das gemeint war. Trotzdem sollen sie sich mal entspannen. Ich meine, hallo. Nichts Besseres als Weihnachtslieder. Im Frühjahr. So, wir machen hier. Ich will das noch ein bisschen aufhübschen hier. Das ist so hässlich. So, zacka. Fertig ist mein Raum. Mein Raum der Kunst. Raum der Kunst. So, wir müssen dann auch hier eine etwas lange Leitung bauen. Und zwar nicht die, auf die ich immer stehe, sondern eine normale Leitung hier hoch. Runter. Das ist unten. Wobei, weiß man ja eigentlich nicht, oder? Doch, weiß man schon, weil die Schwerkraft, die Klone ja nach unten zieht. Deswegen laufen die ja auch unten. Das muss unten sein. Ja, nu?
unzureichende Sauerstoffproduktion. Das habe ich auch schon festgestellt, aber... Naja. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, hier sieht's gut aus. Hier sieht's echt gut aus, langsam, aber sicher. Ich lasse das einfach noch ein bisschen laufen. Wir haben auch noch CO2 und so ein Kram, aber das ist erstmal völlig wurscht. Völlig wurscht. Wir brauchen jetzt Strom. So spät geht's wieder mal essen? Nicht schlecht. Na dann hau rein auf jeden Fall. Ich hoffe bis Mittwoch. Ich kann es auch nicht so schlimm. Freitag übrigens. Hier, ihr wisst schon, Oxygen. Was ist das hier? Potenzieller Energieverbrauch 1000 Watt. Okay, meinetwegen. Wenn ich jetzt... Pass auf. Wenn ich jetzt... Oh fuck, das wird jetzt echt wieder Gehirnakrobatik. Ich muss theoretisch hier rauf. Ja, das ist... ja, ich muss theoretisch hier rauf. Und wieso konnte ich da durchbauen, aber da drüben nicht? Wieso? Ah, weil da ein anderes Kabel ist. Haha! Ja, da muss ich es halt hier oben raufziehen. Das ist mir jetzt eigentlich Bumble. Aber was ist denn dahinter? Was ist denn jetzt dahinter? Ist da noch ein Kabel, ein normales Kabel oder was ist da? Und wo ist mein Strom? Nee, das ist nur das blöde Rohr. What the fuck? Das glaube ich nicht, dass das so. Haben möchte. So, tschakka. Und den in der Mitte, den zerlegen wir. Nicht Flüssigkeitsbrücke, pneumatische Tür, Flüssigkeitsbrücke, Rohr. Zerlegen, go. Und dann das hier, Prio 9. Muss halt immer wieder kurzfristige Fixes machen, dass es halt irgendwie funktioniert. Auch Algen haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Wo ist denn, ich muss mich schon mal schlau machen, wo ist denn meine nächste... Alge, hier ist Alge, hier ist Alge. Da komme ich noch hin, ohne dass ich irgendwie großartig was mit dem Schutzanzug machen muss. Hier, das ist auch nicht infiziert, das geht auch noch. Und im Worst Case kann ich da ja langsam einzelne wegpacken. Was sind das überhaupt für diese roten Flecken hier? Das sieht total fancy aus, weil es hier so warm ist. Ach, wahrscheinlich, weil es hier so warm ist. 65 Grad. Und übrigens, ja, die Atmosphäre. Wieso war mir das so klar? Das war mir einfach nur so klar. Ah, natürlich. Natürlich. Ja, aber geht das jetzt? Das ist viel wichtiger. Wasser läuft wieder. Jo, und zwar über die Brücke. Jo, Wasser läuft über die Brücke. Ich müsste das hier eigentlich auch alles mal aufräumen, aber mein Lager ist voll. Ich kann ja nichts mehr reinpacken. Was soll's? Du, was machen wir als nächstes? Ich wollte Strom runterlegen. Wenn ich da unten... Und jetzt... Wieso kann ich da nicht durchbauen? Wieso? Wieso kann ich hier durchbauen? Was ist hier... Was ist hier falsch? Starkstromkabel? Gasbrücke? Isolierte Gasleitung? Sauerstoff. Wieso kann ich da durchbauen, aber drüben nicht? Hallo? Was ist hier anders? Ja, ist mir schon klar, dass das so nicht geht. Wieso kann ich das durchbauen? Das gibt's doch nicht. Aber weißt du was? Ich will mich da jetzt nicht länger drum kümmern. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Scheiß drauf. Dann machen wir das halt so. Ist mir egal. Völlig egal ist mir das. Dann bauen wir das so und dann ist gut. So. Starkstromkabel. Ich muss halt jetzt überlegen, wie ich da am besten runterkomme. Ja, so nicht. So definitiv. Rechtes ab. Abbruch. Jetzt aber. Starkstromverbindungskabel hier. 1. 2, 3, 4. Fünf. Sechs mit einer Kabelbrücke. Sechs mit einer. Nee, geht nicht. Ich muss nach unten. Shit. Ich muss nach unten. Ah, dann mache ich hier eine Kabelbrücke hin. Und baue die Starkstromkabel weiter nach unten. Das Kabel können wir dann
irgendwann erledigen. Das werde ich jetzt aber noch nicht abreißen. Wie komme ich dann Blödsinn runter? Fuck, das ist total sinnfrei, was ich da mache. Das ist total sinnfrei. Das macht keinen Sinn. Wie komme ich am besten zu meiner Batterie? Das ist nämlich der Grund, warum ich das bauen möchte. Ich würde irgendwie das hier ganz gerne hier drüben einspeisen. Und das geht nur, wenn ich ein Starkstromkabel irgendwie drüberlege. Meine einzige Isolationsebene ist aber eigentlich die hier. Das ist meine einzige geplante Isolationsebene. Und die zweite logische Idee wäre, ich baue es hier einfach durch. Hier einfach irgendwo so oben hin. Dann hier runter mit zwei Brücken. Dann hier eine Kabelbrücke. Hier eine Kabelbrücke. Und dann hier nach unten und dann hier rüber. Das ist das Einzige, wie es funktionieren könnte. Wird das Ding eigentlich keinen Strom? Oh, weil sie es noch nicht fertig gebaut haben. Wir müssen es allerdings nochmal wischen. Wischen. Wischhorn. Und danach müssen wir es aufräumen. Wischhorn und aufräumen. Ist jetzt eigentlich alles Chlor weg? Ja. No Chlor today. Das heißt, ich zerlege das wieder und ich kann auch. Moment, ich kann auf Zerlegen gehen und dann sage ich hier Gasleitungen. Mache ich Rams. Und dann müsste das eigentlich alles funktionieren. Genau. Und wir haben das Material wieder. Wir müssen ja schauen, wo wir bleiben, ne? Das finde ich ja echt krass, dass sie das immer wirklich realisieren. Ganz im Gegenteil zu Rimworld. Rimworld. Hey, das ist der Rimworld. Okay, brech es ab hier auch, brech alles ab. Abzerlegen. Okay, gut. Restlevel sieht eigentlich immer gleich aus. Zytoex ist wahrscheinlich, weil nass. Weil geplatzte Trommelfälle. Wie geplatzte Trommelfälle? Wieso haben wir die geplatzte Trommelfälle? Weil hier so wenig Sauerstoff ist oder warum? Verschmutzter Sauerstoff, Kohlendioxid. Okay, also wir machen hier auf jeden Fall einen Deoxidizer hin. Einen Lufterfresher. Ich würde einen hier hinbauen wollen. Und einer reicht, glaube ich. Und außerdem brauchen wir unten Sauerstoff. Der Sauerstoff geht nämlich hier eigentlich raus. Ich mache den aber eigentlich weiter. Dass ich hier rausgehe. So, okay. Also, wir müssen immer noch. Ich muss immer noch das Zeug rüberkriegen. Immer noch verschmutzter Sauerstoff, das ist mir erstmal total egal. Wichtig ist, dass die Pumpe das Zeug rüber schafft. So, danach das hier bauen mit 6. Gut, die transportieren jetzt erstmal das Zeug weg. Richtig, ich sag, die sollen transportieren, das machen sie jetzt, weil sonst ist das Zeug hier unten für immer verloren. Weg für Ressourcen? Mikrobenmatscher? What? Und noch 40.000. Die Mehlläuse laufen noch rum. What? Wie hier ist auch zu warm. Hä? Wie hier ist zu warm? Wieso ist hier zu warm? Weil ich hier keine isolierten habe. Willst du mich verarschen? Dass diese paar isolierten Ziegel reichen? Mein Gott, ich hätte zwar eigentlich. Nee, hätte ich nicht machen können. Mein Gott, Walter. Okay, go. Go. Und ich weiß auch noch nicht, wozu diese Bürotische sind. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Idee. Also wir machen das jetzt wie folgt. Bevor ich jetzt das andere anschließe, würde ich ganz gern was machen. Ich weiß es nicht. Ich würde ganz gerne hier aufwischen. Ich würde ganz gerne hier aufwischen. So, das aufwischen. So, wenn die fertig sind hier, machen wir das Prio. Dann graben wir das hier aus. Dann bauen wir hier eine Leiter hoch. Und werden hier etwas graben.
Nur damit ich mein Stromkabel runterlegen kann. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ich noch raus.